So, jetzt wollte ich euch mal ein paar Übungen zeigen, die ihr zu Hause machen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Treppe. Die meisten haben Treppen, entweder zum Keller oder nach oben hin. Da ich in meinem Studio bin und hier keine Treppe habe, habe ich mir eine kleine Treppe gebaut. Und dort wollte ich euch jetzt einfach mal ein paar Übungen zeigen, die ihr super einfach einbauen könnt, wenn ihr zu Hause seid. Okay, los geht's. Als allererstes laufe ich einfach jedes Mal, wenn ich die Treppe hochlaufe und ziehe das Knie schön nach oben. Schön Richtung Brust hoch und bleibe dabei mit dem Rücken ganz gerade. Auch das Gleiche, wenn ihr runterlauft. Ihr könnt rückwärts runterlaufen oder auch vorwärts, wie ihr das möchtet. Und dann machen wir das immer schön, wenn wir die Wäsche hochtragen mit dem Wäschekorb in der Hand und auch, wenn wir die Wäsche runterbringen zur Waschmaschine. Das Gleiche. Prinzip ist das, wenn wir einfach zwei Stufen auf einmal nehmen. Anstatt dass wir kleine Schritte machen, machen wir große Schritte, große Ausfallschritte. Und hier fehlt mir die zweite Treppe, stellt es euch einfach vor. Und wenn wir runtergehen, das Gleiche, schön abfedern auf dem Ballen und runtergehen. Das kann man machen, wenn wir hoch und runter gehen. Wenn wir mal zwischendurch zwei, drei Minuten Zeit haben, dann mache ich das an der Treppe oder auch manchmal, während der Kochtopf auf dem Herd steht, an der Arbeitsplatte, und zwar Liegestütze, gute alte Liegestütze. Wir gehen einfach auf die Treppe, auf die Arbeitsplatte, versuchen eine gerade Linie zu bilden und gehen schön runter. Ellenbogen dicht am Körper, einatmen runter, ausatmen hoch. Und davon macht ihr so viele ihr schafft. Das Gleiche können wir auch rückwärts machen. Als Plank heißt das. Da halten wir diese Position nur. Wir versuchen dort nicht hoch und runter zu machen, können wir auch. Aber wir versuchen jetzt einfach nur diese Position zu halten. Da gehen wir auf die Treppe, stützen uns hinten schön ab, strecken die Beine schön weit raus, spannen den Popo an, Oberschenkel an, Beckenboden anspannen, Bauch anspannen, hart machen wie ein Brett und halten diese Position. Wenn euch das zu langweilig ist, geht ihr auch hier runter und wieder hoch. Total super. Stärkt die Arme, stärkt den gesamten Körper. Seht zu, dass ihr nicht anfangt durchzuhängen, sondern macht euch richtig schön gerade und hart. Das sind Übungen, die kann eigentlich jeder machen, wo es gerade passt. Wie gesagt, auch an der Arbeitsplatte in der Küche. Die könnt ihr am Tisch machen, wenn ihr einen schönen stabilen Tisch habt. An der Treppe, überall, wo es gerade geht. Viel Spaß damit!